versuchen das mal mit dem Video darzustellen hier. Da war Sonnenuntergang. Schneeweißer Horizont. Also, was jetzt? Ja, das ist... Da haben wir irgendwie ein Rosé. Das hab ich so, also das sieht ja nicht schlecht aus. Aber habe ich so auch noch nicht gesehen. Ja, das ist völlig unscharf. Ich sag nur, ja, nichts. Meine Freunde wissen, wovon ich rede. Und die anderen glauben es sowieso nicht. So, und hier, das wollte ich eigentlich darstellen. Wie jetzt hektisch hier Wolken rangeschafft werden. Mehr oder weniger so hektisch wie geht. Und da oben war der schicke Mond, den ich noch vielleicht kurz einfangen könnte. Das war nicht überwiegend das Ziel der Übung, aber das wäre jetzt das Motiv meiner Wahl, weil sonst ist ja hier jetzt nichts. Und hier sieht man auch wieder sehr schön, also auch das bei Himmelskörpern außerhalb unserer Atmosphäre, diese Kamera überhaupt ja kein Problem hat, hoppla. Ach, jetzt kommt der rosane Streifen davor. Na gut, also solange der Himmel frei ist, man hat es ja gesehen im Ansatz, ja, jetzt wieder. Jetzt ist sie vorbei, die rosa Wolke da. Ach ja, nicht. Muss man ein bisschen nachjustieren hier. Ja, dass also die Kamera eigentlich, wenn sauber ist, hat die ja kein Problem, auch Himmelskörper scharf zu stellen. Ob das jetzt der Mond ist, die Sonne oder irgendein Sternchen. Ich kann das ja mal mit einem ganz normalen Stern heute probieren. Aber die sind ja immer so klein, dass das wirklich nur ein nadelgroßer Lichtpunkt ist. Tut mir sehr leid, aber das ist so. Also die sind eben einfach zu weit weg. Aber das Ding, was ich da gestern zum Beispiel aufgenommen habe. Ja, was kommt jetzt wieder? Ach ja, der rosa Streifen wird an der Stelle etwas dicker, während er vorüberzieht. Ja, und schade, schon verliert die Kamera wieder die Orientierung. Versucht, aber kann jetzt keine Orientierung mehr finden. Mehr Zoom bringt da auch nichts. Höchstens weniger denn wieder. Weniger zum, da kannst du denn orientiert zu sich halt an anderen Sachen. Ja, ich habe ja schon Aufnahmen von mir vom Mond. Die waren hier doch ein Schaf, mehr oder weniger, muss man sagen. Die Kamera jetzt hier unter diesen Bedingungen aber leider nicht mehr leisten kann. So, einmal ein fetter rosaner Streifen, der mit Sicherheit von einem Flugzeug ausgebracht worden ist und mit Sicherheit Radardeflektoren sind. Mit absoluter Sicherheit, sonst würde das nicht so rosa aussehen. Weil rosa ist ja zufälligerweise dennoch die Farbe vom Aluminium in der Spektralanalyse und... Naja, das kommt hier ein bisschen zum Ausdruck. So, das können wir vergessen, das bringt hier überhaupt nichts. Nibiru ist auch noch nicht zu sehen, allem freue ich mich ja schon nachher auf unscharfe Bilder von Nibiru. Schönen guten Morgen und ich höre einfach auf hier, weil das bringt ja alles nichts.